Und dann darf ich relativ zügig auch gleich an unseren nächsten Redner übergeben. Ich möchte Ihnen ganz herzlich Herrn Professor Dr. Frank Schilling vorstellen vom Landesforschungszentrum für Geothermie. Er ist seit über 10 Jahren der Leiter dieses Landesforschungszentrums. Er ist aber außerdem auch Lehrstuhlinhaber für technische Petrophysik, also einer der führenden Fachleute, nicht nur im Ländle, sondern auch tatsächlich deutschlandweit. Ganz herzlich willkommen, lieber Professor Schilling, und wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen den Einführungsvortrag aus Sicht des Landesforschungszentrums übernehmen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Einführung, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Frau Menkes. Mein Name ist Frank Schilling. Vorgestellt wurde ich schon und vor 12 Jahren bin ich aus Potsdam vom Geoforschungszentrum, wo ich die geotechnischen Themen bearbeitet habe, nach Karlsruhe gezogen ans KIT und darf Ihnen heute ein paar Themen zur tiefen Geothermie nahebringen. Ich denke, dass Sie schneller lesen können, wie ich vorlesen. Deswegen werde ich nicht alle Details vorlesen, sondern nur auf ein paar wichtige Punkte hinweisen, die mir wichtig sind. Wir haben die Fragen, die Sie vor uns zugesandt haben, versucht zu clustern und daraus die wichtigsten oder viele Fragen zu beantworten, schon im Rahmen vom Vortrag. Und damit ich das nicht bei jedem einzelnen Schritt sagen muss, würde ich gern schon am Anfang sagen, wie bei vielen technischen Fragen, es gibt nicht geht es oder geht es nicht, sondern es ist oft eine Frage, wie wird es gemacht? Also es kommt darauf an, wie man das Ganze macht. Was ist überhaupt das Landesforschungszentrum Geothermie? Das gibt es jetzt seit über 10 Jahren und das ist der Zusammenschluss aller von öffentlichen Mitteln geförderten Forschungseinrichtungen des Landes Baden-Württemberg. Wir sind von 2 Ministerien getragen, nämlich dem Heimatministerium der Universitäten und dem Umweltministerium. Was ist unsere Aufgabe? Das ist eine fachlich unabhängige Beratung, Forschung, Lehre und Ausbildung und Technologieentwicklung zur Geothermie. Warum mache ich das persönlich? Ich habe hier ein Bild, wenn ich aus der Pfalz mit der Fähre nach Baden fahre, dann sehe ich oft diese Kohlefrachter. Und das ganz einfache Ziel ist, diese Kohlefrachter die Länge zu reduzieren, möglichst auf Null zu bringen. Warum das Ganze? Sicher wissen Sie, Kohlekraft ist das Rückgrat der deutschen Strom- und Energieversorgung und hat aber ein paar Rahmenbedingungen. Vielen ist nicht bewusst, dass in diesem Kohlekraftwerk natürlich auch gewisse Mengen Sand und ähnliches Begleitmaterial mit drin ist. Und dort haben Sie natürlich alle Substanzen, die auch in Gesteinen sind. Also radioaktive Elemente zum Beispiel, Norm, die natürlich auftauchenden Elemente. Und so ist allein durch die Kohlekraft sind 10.000 Tonnen Uran und 25.000 Tonnen Thorium, die in einem offenen System bereitgestellt werden. Dazu kommt Quecksilber und Ähnliches. Es gilt auch, diese Dinge zu reduzieren. Und die Geothermie liefert dazu einen Beitrag. Und im Gegensatz zu einem Kohlekraftwerk werden die Norms in diesen Systemen im Betrieb immer in einem geschlossenen Kreislauf behandelt. Wenn Sie diese radioaktiven Substanzen nachher haben am Ende in Ihren Aschen in den Kohlekraftwerken, dann müssen Sie die behandeln und müssen sie wegtransportieren. Zum Beispiel werden diese Aschen in den Salzwerken Heilbronn eingelagert. Das heißt, das sind zum Teil hochtoxische Substanzen. Und es gibt daneben aber auch Aschen, die weniger belastet sind. Die finden Sie dann im Rigips oder im Beton. Also wenn Sie heute einen Betonsack kaufen, sind solche Aschen auch mit drin. Und Ähnliches ist in der Geothermie auch. Auch dort können Sie Elemente aus dem Untergrund bekommen, was wir heute noch nicht wissen, wie sie genau dann in Freiburg aussehen. Die können Sie entweder als Wertstoff nutzen, wie zum Beispiel Lithium, oder andersrum, Sie haben Schadstoffe drin, die Sie dann lagern müssen, ähnlich wie Sie das heute bei Kohlekraftwerken oder Abfällen aus der Medizin auch machen. Jetzt können wir die nächste machen. Wie funktioniert tiefe Geothermie? In der Regel nutzt man nicht den Wärmefluss aus dem Untergrund, sondern die Wärmekapazität, also die dort gespeicherte Wärme. Und so ist eine Abkühlung von 1 Kubikkilometer Gestein um 20 Grad entspricht etwa einer Milliarde Liter Heizöl
ersetzen. Wird das Ganze wieder regeneriert? In einem gewissen Umfang schon. Wenn man in Freiburg sich das anschaut, haben sie eine starke Topografie. Sie haben den Schwarzwald vor ihrer Maße. Und durch diesen Topografiekontrast fließt auch Tiefenwasser in den Untergrund, sodass das relativ rasch wieder auch aufgefüllt werden kann. Die genaue Aussage, wie schnell das geht, wie lang das Ganze genutzt werden kann, an einem einzigen Standort ist sehr standortspezifisch, aber grundsätzlich geht es. Geothermie wird unterschiedlich genutzt und es werden auch im Vorfeld wurden einige Fragen auch zu Staufen gestellt. Gehe ich da nur ganz kurz aus, da geht es um eine Erdwärmesonde, ein völlig anderes Verfahren, das in Staufen eingesetzt wird, nur oberflächennah eingesetzt wird, auch wie die Erdwärmesondenpfähle. Heute hier geht es um hydrothermale Systeme, gehe ich gleich drauf ein. Man kann natürlich auch Speicher bauen oder in größere Tiefen gehen, was in unserem Nachbarland im Elsass relativ viel gemacht wird, dass man ins Grundgebirge hineinbohrt und im Grundgebirge, das können Sie sich vorstellen wie eine Platte, die Sie in der Küche haben, so eine Granitplatte und da fließt kein Wasser durch. Sie müssen im Untergrund Wasser zirkulieren lassen. Wenn Sie keine natürliche Wegsamkeit haben, müssen Sie die künstlich schaffen. Das sind diese sogenannten Enhanced Geothermal Systems. Die müssen Sie aufbrechen und es führt dann auch zu Erdbeben. In Baden-Württemberg sind alle Systeme, die in den letzten Jahren bewilligt wurden, sogenannte hydrothermale Systeme, die in einem anderen tiefen Stockwerk gehen, wo natürliche Durchlässigkeit vorhanden ist. Die Realisierung von der Antragstellung bis zur Genehmigung etwa 6 Jahre. Wie funktioniert das Ganze? An der Oberfläche packen Sie im Prinzip, also Sie haben mindestens 2 Bohrlöcher. Das nennen wir dann eine Doublette, Sie können auch 3 nutzen. In einer Bohrung wird Wasser hoch gepumpt und in der anderen wieder versenkt. Das heißt, Sie müssen aktiv nach oben pumpen und haben dann an der Oberfläche einen Wärmetauscher, können dann das warme Wasser, das irgendwas zwischen 80 und 160 Grad warm sein kann, je nach Lokation, je nach Bohrtiefe, dann direkt in ein Wärmenetz einspeisen oder auch zur Stromerzeugung generieren. Ich selber bin eher, so wie auch die Frau Menges gesagt hat, für Wärmenutzung. Da haben wir einen Riesenbedarf. Da ist die Effizienz am höchsten und da kann man die Geothermie ideal einsetzen. Deswegen heißt die auch Geothermie von Wärme. Bei der hydrothermalen Geothermie geht man in Gesteinsschichten, die eine gute Durchlässigkeit haben und im Idealfall pumpen Sie mit geringer Pumpleistung das Wasser hoch oder sogar fließt das Wasser ähnlich wie in der Heizung, wenn das warm genug ist, von alleine nach oben und dann kühlt es ab. Das kühlere Wasser hat eine höhere Dichte und das reicht dann in der Regel vollkommen schon aus, um dieses kühlere Wasser wieder in den Untergrund zu bringen, sodass Sie in der Tiefe dann einen Ausgleich von den Volumen haben. Natürlich haben Sie durch die Temperaturentnahme eine gewisse Reduktion. Die ist aber viel geringer, wie wenn Sie jetzt an der gleichen Stelle diese Milliarde Liter Heizöl rauspumpen würden. Warum da reingraben? Ganz einfach, dort haben Sie, wie Sie sehen, mit die größten Wärmeanomalien. Also dort können Sie besonders effektiv geothermische Energie nutzen. Und das sehen Sie an der rechten Karte, diese vielen kleinen Felder, das sind alles Nutzung von Geothermie, die heute in Spas und Ähnlichem genutzt wird. Das sind die Thermalbäder, die wir in Baden-Württemberg haben. Und zum Beispiel das Thermalbad in Weinheim ist nichts anderes wie eine Doublette im Untergrund und funktioniert genau gleich wie eine Geothermieanlage, nur dass sie dort eben direkt dann in das Wasser steigen. Und die Römer wussten das ja auch schon. Deswegen heißt Baden-Baden, Baden in Baden. Das war früher die generelle Bezeichnung für Thermalwässer. Auch Worms und andere Städte entlang dem Rheingraben wurden von den Römern gegründet an den Stellen, weil sie schön warmes Wasser hatten. Ich zeige dieses Bild, auch wenn es mit tiefen Geothermie nichts zu tun hat. Das ist oberflächennahe Geothermie, ein anderes Bohrverfahren. Und das sehen Sie, wenn Sie in Gipskäuber bohren. Gips ist es eigentlich nicht, sondern Anhydrit. Also Gips ohne Wasser, wenn dort Wasser zutritt. Und wenn Sie dort schlampig das Ganze bohren und verarbeiten, dann kann es zu Hebungen kommen. Das sind Zentimeterprojekte pro Jahr. Manche kennen es auch von der Autobahn von Stuttgart zum Bodensee. Dort hat man mehrere Meter Hebungen, weil man auch dort den Gipskäuber angeschnitten hat. Das war somit das Erste, was wir gesehen hatten, als ich nach Karlsruhe kam. Deswegen die nächste Folie. Wir haben dann das Land ist sofort aktiv geworden. Es gab dort eben diese
Vorgänge in Böblingen, Rudersberg, Stauchen und Schorndorf. Und die einfachste Maßnahme, damit sowas nicht mehr passiert ist, ist die Tiefenbegrenzung auf dem Gipsspiegel. Das heißt, man darf mit der oberflächennahen Geothermie gar nicht mehr so tief bohren. Wir haben dann mit den Fachleuten gemeinsam und dem Umweltministerium einen Leitfaden zur Qualitätssicherung von Erdwärmesonden erarbeiten und machen auch seit 2015 entsprechende Schulungen, damit sowas nicht mehr passiert. Und es ist, seither sind diese Vorgänge auch nicht wiederholt worden, außer in Nachbarländern, die das uns nicht nachgemacht haben. Das heißt, Regeln aufstellen, dann aber auch die Leute qualifizieren und überwachen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber wie gesagt, es ist oberflächennahe Geothermie. Aber weil die Frage aufgetaucht ist, habe ich es kurz adressiert. Bei der oberflächennahen Geothermie können wir aber trotzdem auch schon sagen, was wir hier im Land machen. Und das sind die Anzahl der LKWs, die eingespart werden durch die oberflächennahe Geothermie schon heute. Und die Frage ist, wie viel können Sie mit der tiefen Geothermie einsparen? Das kommt auf die Dimensionierung aus. Wenn Sie 40 Megawatt zum Beispiel thermische Leistung machen, entspricht es etwa 100 bis 200 Windrädern im Rheingraben. Sie müssen nämlich die Energie dann vom Sommer im Winter noch speichern. Und wenn Sie die Speicherung und die Verluste bei der Konvertierung alle betrachten, dann kommen Sie eben auf die Größenordnung Hunderte von Windrädern. Das heißt, um was es hier geht, ist eine Methode zu nutzen, die mit möglichst geringem Landschaftsverbrauch die Wärmeversorgung sicherstellt. Ich habe damit aber nicht gesagt, wir brauchen keine Windräder, sondern ich habe nur gesagt, wir brauchen vielleicht fürs Heizen können wir andere Sachen nehmen wie Windräder. Ich glaube, dass wir alle erneuerbaren Energiequellen nutzen müssen, um unsere hohen Ziele überhaupt erreichen zu können und müssen uns da auch ein bisschen sputen. Sie haben schon gemerkt, ich fange immer vom Schaden an, erkläre, was passiert ist und sage Ihnen dann, wie man es anders macht. Und besonders tragisch ist eigentlich, wenn es einen Stand der Technik gibt, der nicht eingehalten wird und dann zum Schaden kommt. Und das ist in Landau passiert. Ich zeige Ihnen mal hier den Bohr, die Bohrung im Landau, die undicht war. Dort haben Sie in der Mitte diese zwei schwarzen Linien, das ist Stahl, und außen haben Sie nochmal Stahl und Beton, und dazwischen ist ein Hohlraum. Und der ist offen. Und oben haben die nur eine Gummidichtung drin. Und wenn Sie jetzt mit Druck rangehen und die Dichtung undurchdicht wird, dann kann Wasser ins Umgebungsgestein rausgehen. Das haben die gemacht, um die thermische Ausdehnung vom Rohr in den Griff zu bekommen. Ist aber kein klassischer Ausbau, würde so auch in Baden-Württemberg nach meiner Kenntnis nicht genehmigt werden. Aber das ist ein praktisch offenes System. Wenn eine Barriere bricht, dann ist das Ganze undicht und das ist noch ein bewegliches System. Dann zeige ich Ihnen mal, wie das klassisch in der Tiefbohrtechnik aussieht, egal ob Sie nach Öl bohren, ob Sie nach Thermalwasser bohren, ob Sie für Geothermie bohren oder ob Sie Mineralquellen erschließen, da haben Sie oben vor allem den Trinkwasserhorizont. Und das ist unser ein wichtiges Schutzgut. Und da rammt man zuerst mal ein sogenanntes Standrohr in den Untergrund. Das ist ein Stahlrohr und dann geht man innen rein und bohrt von innen durch. Und baut natürlich vorher noch einen Bohrplatz. Am Rande vom Bohrplatz macht man so ähnlich wie bei einer Tankstelle einen kleinen Absatz, damit, wenn da ein LKW drauf fährt und Öl verliert, das nicht ins Grundwasser gelangen kann. Dann stellen Sie die Bohranlage drauf und bohren von dort in den Untergrund. Und zwar bohren Sie in der Regel dann so tief, dass Ihnen Gestein kommen, das dicht ist, weil Sie wollen nämlich keine Vermischung verschiedener Grundwässer erreichen. Wenn Sie dort gebohrt haben, stellen Sie von ganz oben bis in diese Tiefe, das können ein paar hundert Meter in der Regel sein, stellen Sie ein Stahlrohr rein und dann füllen Sie von unten, pumpen Sie Beton rein. Und eigentlich ist eine Zementsuspension, die geht dann von unten nach oben und füllt den Raum zwischen dem Standrohr und der Zementation. Dann bohren Sie wieder weiter, stellen wieder ein Stahlrohr rein und packen wieder nach außen Zement. Das heißt, das können Sie auch noch in größerer Tiefe bis nach oben machen. Manchmal macht man es nicht ganz bis nach oben und nimmt dann den Zwischenraum zur Überwachung. Und wenn Sie jetzt dort sind, dann hängen Sie, bohren Sie noch mal tiefer. Also Sie sind ja wieder in einem undurchlässigen Gestein. Und jetzt können Sie das entweder offen lassen oder Sie zementieren das auch, hängen dann, das sind sogenannte Hanging Liner, das unten ein. Und damit Sie jetzt eine Anbindung an die Lagerstätte bekommen, also ob Sie jetzt Öl fördern,
Trinkwasser produzieren oder eben Geothermie, müssen sie perforieren. Das kann man so machen. Man kann auch eine Filterstrecke einbauen. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Und damit haben Sie jetzt im Bereich des Trinkwasserhorizonts haben Sie 2 bis 3 Stahlrohre, die dazwischen noch mit Zement aufgefüllt sind. Und in der Mitte haben Sie dann erst Ihre offene Strecke, durch die Sie dann auch das Wasser von unten nach oben pumpen können oder eben injizieren. Und Sie können, wenn Sie gegebenenfalls auch noch Monitoringbohrungen im Grundwasser legen, also wenn Sie jetzt näher dran wären an der Stelle, wo Sie sagen, müssen wir aufpassen, was passiert, können Sie das auch noch beobachten. Der Mensch hat kein Gespür für die 3. Dimension. Also so eine Bohrung ist durchaus 3 Kilometer lang und da können Sie sich mal von Ihrem Heimatort überlegen, wo in 3 Kilometer Entfernung irgendein anderer Ort oder etwas ist. Und das müssen Sie sich dann in die Tiefe denken. Und Sie haben die ganze Strecke, die ganzen 3 Kilometer, haben Sie, also für die systemkritischen Sachen, haben Sie dann 3 Stahlrohre und Beton, damit nichts von unten nach oben gelangen kann. Dann induzierte Seismizität ist immer eine Frage. Die kurze Antwort wäre, ich glaube, dass wenn Sie tiefe Geothermie machen, einfach weil es ein natürliches Spannungsfeld gibt, weil es dort Störungen gibt, die sind schon vorhanden und aufgrund der hydraulischen Bedingungen immer auch die Möglichkeit gibt, leichtere Erdbeben auszulösen. In manchen Systemen möchte man das auch, zum Beispiel in Straßburg, in Rittershofen oder in Sulzuforet. Hier ist das Ziel, keine Störungen zu reaktivieren, aber 100% ausschließen lässt sich's nicht. Deswegen ist hier immer wichtig, wie groß ist das Ganze. Machen Sie mal bitte die nächsten Folien. Das Ganze hängt dann ab, mit welchem Druck Sie welche Wassermenge in was für ein Gestein verpressen. Das heißt, das kann man beachten und damit Vorsorge betreiben oder man kann das Ganze ignorieren und damit auch größere Erdbeben auslösen. Wichtig ist, ich glaube, dass Sie bei all diesen Vorhaben, hier die Beispiele aus Wendenheim und Straßburg, alles gut, also Sulzuforet, haben Sie die Verrohrung gesehen, ähnlich wie ich es Ihnen vorgestellt habe. Dort sind Sie ins Grundgebirge gegangen, also praktisch in Ihre Küchenarbeitsplatte und haben dort das Gestein aktiv zerbrochen und da sind eben manchmal die Erdbeben dann auch größer wie gewünscht. Und dann wird die Anlage abgestellt und das französische Schema sieht vor, dass man bei Magnitude 2 abschält, damit man keine zu großen Magnituden bekommt und hat dann dort bis Magnitude 3,1 oder so, das ist auf der nächsten Folie drauf, das Ganze machen kann. Also Sie sehen hier 3. Das hat also das Schema, man hat bei 2 etwa abgeschaltet und dann gibt es einen Nachlaufeffekt und das ist passiert. Die Frage ist natürlich, wie gut können Sie das überhaupt vorher steuern und kontrollieren? Und deswegen macht Baden-Württemberg hier einen Sonderweg. Das ist auf der nächsten Folie schon seit über 10 Jahren. Ach so, ich habe Ihnen noch die Erdbebenzonen. Entschuldigen Sie, es war noch eine Frage, die kam gestern rein. Wie sieht es eigentlich mit den Erdbebenzonen aus? Da gilt die DIN 4149. Die beschreibt die Schadenswirkung natürlicher Beben. Und der Bereich, der da dunkelrot ist, ein bisschen südlich von Stuttgart, das ist dort, wo es heute oder gestern Nacht gebebt hat. Sehen Sie, alles richtig, dort ist es rot. Dort habe ich auch schon ein Erdbeben größer Magnitude 5 erlebt. Dazu müssen Sie wissen, eine Magnitude 5, das ist eine sogenannte logarithmische Skala, aber da sind wir in Corona-Zeiten ja gewohnt mitzuleben, mit diesen Exponentialkurven. Der Unterschied zwischen Magnitude 5 und Magnitude 3 ist ein Faktor 1000 in der Energie. Also das, was hier natürlich auftritt im Zollerngraben oder auch bei Ihnen in der Region, das sind Erdbeben bis zu über Magnitude 5, die dort durchaus auftreten können. Aber die Erdbebenzonen, da geht die Schadenswirkung ein, also in welcher Tiefe passiert es und was für eine Bausubstanz haben Sie. Und eigentlich ist das nur die Grundlage, wie sicher können Sie bauen. Das heißt, überall, wo Sie eine Zone 1, 2 oder 3 haben, haben Sie im Bauprozess höhere Anforderungen an Ihre Gebäude, sodass die stärkere Erdbeben denen widerstehen können. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, da kann ich ja, die Gebäude sind dort alle in einem Zustand, dass ich dort stärkere Erdbeben auslösen könnte.
Aber das ist nicht das Vorgehen bei der induzierten Seismizität. Nächste Folie, aber es geht eigentlich nur, dass dort die Gebäude eine besondere Standsicherheit haben müssen, also die Gebäudequalität haben. Und die älteren Gebäude haben das ganz automatisch, sonst wären sie nämlich schon kaputt, weil in der Region immer mal wieder ein Erdbeben der Magnitude 5. Und deswegen wird die Auslegung, und unsere Bergbehörde hat in den letzten Jahren immer eher die DIN 4153 genommen. Da geht es um die Bodenschwinggeschwindigkeiten. Das ist wahrscheinlich jedem geläufig, also mir nicht so sonderlich. Ich bin einfacher Naturwissenschaftler. Im Prinzip geht es darum, dass keine Erdbeben ausgelöst werden, die an der Oberfläche zu spüren sind. Das ist das Ziel. Und wenn sie zu spüren sind, sollte das nicht stärker sein, wie wenn ein Rüttler vor Ihrem Haus ist. Also wenn die Straße verdichtet wird. Jetzt ist die Frage, kann man das zu 100% garantieren? Ich weiß nicht, ob man es zu 100% kann. Ich glaube es auch nicht. Deswegen ist auch wichtig, was mache ich, wenn, wie auch bei einer Baustelle, also Sie haben das gleiche Problem, ob Sie einen Tunnelbau haben, ob Sie eine Straße bauen oder ein größeres Gebäude. In Karlsruhe hat man gerade die U-Strap gebaut, da sind manche Türen nicht mehr zugegangen. Da hat niemand groß drüber geredet, da kam die Firma, hat es repariert. Und so ist es auch hier vorgesehen, dort gibt es auch die Schadensregulierung und der Verursacher ist haftbar. Und hier gibt es auch eine Beweislastumkehr in den neuen Regeln. Das heißt, der Betreiber muss nachweisen, dass er unschuldig ist. Und das Besondere in Baden-Württemberg ist eben, dass diese Gefährdung und auch das Risiko im Genehmigungsverfahren über Gutachten bewertet wird und dort auch entsprechende Regeln da sind, und zwar nicht erst im Betrieb, sondern schon beim Bohren, auch beim Testen und dazu als zweite Sicherheitsschranke, so wie es die Franzosen auch machen, nur mit etwas restriktiveren Randbedingungen, eine Ampelschaltung, die im Prinzip sagt, wenn bestimmte Magnituden erreicht wird, wird abgeschaltet, weil aus der Erfahrung weiß man, dass dann kein allzu großes Nachlaufen passieren sollte. Dann war eine Frage zum Flächenbedarf. In der Bohrphase brauchen Sie 1 bis 3 Hektar. Sie haben ja dort das große Bohrgerät, müssen Bohrgestänge lagern, diese ganzen Rohre. Sie lagern dort 3 Kilometer Rohre, die Sie in den Untergrund bringen müssen, den entsprechenden Zementsilo etc. Mehr Fläche brauchen Sie, wenn Sie es für die Wärme nutzen, auch nicht. Da reicht Ihnen am Schluss auch 1 Hektar durchaus aus. Sie brauchen eigentlich nur so ein Gebäude, wie es hier im Hintergrund zu sehen ist, das einen Wärmetauscher beinhaltet. Bei Strom brauchen Sie eine Art Kühlturm. Das macht man bei der Geothermie meist mit Luftkühlern. Aber wir reden ja hier über Wärmenutzung. Dann brauchen Sie diese zusätzlichen Hektar für diese Kühlaggregate nicht. Das kennen Sie auch aus Industriegebieten, wo gekühlt wird. Wie nachhaltig ist das Ganze? Man kann das vielleicht bei unseren Nachbarn in Frankreich sehen. Die haben in Paris in den Ende der 60er Jahre angefangen, ihre Banlieues, also die Gebiete, die mit geringen Mieten sind, mit Geothermie zu heizen, weil das die günstigste Alternative gerade in Mehrfamiliengebäuden war. Und immer wenn der Ölpreis ein bisschen höher ist oder jetzt, wenn die CO2-Steuern draufkommen oder die Zertifikate, schon viel länger hätte machen können, Klammer zu, dann wird es wieder stärker ausgebaut und die bauen dort in ihrer Region das jetzt stärker aus, weil sie wollen noch mehr mit Geothermie nutzen. Also wie in München, die wollen 100% weg von der Kohle für ihre Stadt. In Paris sind sie auch auf dem Weg, mehr auf die Geothermie zu setzen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für das Weiterklicken. Sehr gerne, Herr Schilling. Sie haben jetzt schon einige Dinge aufgenommen, die in den Vorfragen auch an Sie herangetragen wurden. Vielen Dank dafür, dass Sie da auch so schnell darauf eingehen, weil die Fragen ja manchmal erst wenige Tage vorher oder manchmal sogar wenige Stunden vorher kommen.